Offiziell ist Amerikas Rezession für beendet erklärt, aber die Arbeitslosigkeit bleibt. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen hat Spitzenwerte erreicht. 40 Millionen Amerikaner sind schon von Nahrungshilfe abhängig. Die Arm-Reich-Schere erinnert an die einer Bananenrepublik. Ich kannte solche Bilder aus Russland. Sie hier, gleich in Washingtons Vororten zu filmen, war ein Schock. 5 Kartoffeln pro Kopf, das höre ich heute noch. Diese Leute hier hatten keinen amerikanischen Traum mehr. Amerika hat seine industrielle Basis verloren und damit viele Millionen Jobs für einfache Arbeiter. Und die, sagte schon Bill Clinton, kommen nie mehr zurück. Vieles hier hat mich an Detroit erinnert. Verlassene Geschäfte, sterbende Industrie, ein leeres Stahlwerk. Jetzt ist die Lage dramatisch. Diese Jobs sind für immer weg, die kommen nie mehr zurück. Über die Hälfte meiner Bekannten ist allein durch die Schließung des Stahlwerks betroffen oder die der Zulieferfirmen. Präsident Obama hat auch hier neue grüne Jobs versprochen. Doch sie alle haben schon keine Krankenversicherung mehr. Die Raten fürs Haus sind überfällig. Jede Nacht ist eine schlaflose Nacht. Ich habe 2 Kinder und meine Frau arbeitet so viel sie kann. Du bewirbst dich auf eine Stelle, aber da sind 400 weitere Bewerber. Es gibt schlicht keine Jobs. Und du machst trotzdem weiter und versuchst es. Es war hart, der lange Weg durch die Staaten. Ein halbes Jahr waren wir unterwegs, um einen Job zu finden. Das ist mein Vater und das mein jüngerer Bruder. Ich habe auch eine Frau und ein junges Baby. Heute war ihre letzte Nacht in der billigen Absteige. Sie haben keinen Cent mehr. Davor haben sie monatelang zu 5 in ihrem alten Auto geschlafen. Um zu überleben, mussten sie auf der Straße betteln. Doch wie kamen sie überhaupt in diese Lage? Ich glaube, unser Schicksal ist typisch. Wir haben all den langen Weg quer durchs Land Arbeit als Glaser gesucht, aber es gibt einfach keine in den ganzen USA nicht. Da, so haben wir auch gebettelt, wie diese Frau. Wir standen wie sie in unseren Schildern an einer Kreuzung. Ich habe doch immer gearbeitet, meine Rechnungen bezahlt. Niemals hätte ich gedacht, ich würde so da stehen und andere um Hilfe anflehen. Wer keinen Schlafplatz auf der Couch bei Freunden findet, landet schnell auf der Straße in Amerika. Doch selbst da wird geräumt. Diese Bilder haben wir in Portland, Oregon gefilmt. Ich kenne ihre Situation nicht, aber ich glaube, das kann jedem passieren. Wie viele landesweit obdachlos sind, weiß niemand genau. Doppelt so viele seit der Krise, schätzt diese Polizistin. Doch die verstecken sich, meint sie, wer noch ein Auto hat, schläft darin, auf Parkplätzen in den Vororten. Einmal pro Woche bringen Freiwillige warmes Essen unter die Brücke und wie so oft bin ich von der Hilfsbereitschaft vieler Amerikaner beeindruckt. Los Angeles, einmal im Jahr bieten mitleidige Ärzte und Spender dem Riesenheer der Nichtversicherten 5 Tage lang kostenlose Behandlungen an. 31 Millionen sind es USA-weit. Für mich als Europäer waren es schwer fassbare, entwürdigende Bilder, die wir da filmten. Tausende mit nummerierten Plastikbändern in der Hoffnung auf Hilfe. Ein Sportstadion als riesiges Feldlazarett. Bilder, die mich an Katastrophengebiete oder Entwicklungsländer erinnerten. Aber wir sind in Amerika. Eine sterbende Industriestadt ist ernüchternd. Aber die nächtliche Tour mit den Männern vom Leichenschauhaus hatte uns dann eine neue Dimension von Amerikas Elend eröffnet. Oft werden Leichen einfach auf der Straße abgelegt, erzählten uns die Angestellten. Diese Leichen haben dann keine Papiere bei sich. Niemand kann ihre Familien benachrichtigen. Aber das ist so gewollt. Diese Leichen hier sind nie von ihren Familien abgeholt worden, weil die das Geld einfach nicht haben und sich weigern. Wir bringen sie dann zum Tiefkühlen. Das ist doch ein entscheidender Unterschied zwischen Menschen und Tieren, dass wir unsere Toten beerdigen. Aber offenbar können einige Familien selbst diese 500 Euro nicht mehr bezahlen. Und ich verstehe das sogar in diesen schweren Zeiten. Und viele stehen jetzt vor der bitteren Wahl, entweder Essen auf den Tisch bringen oder Großvater beerdigen. Ganze Gruppen von Jugendlichen schlafen in den Wäldern, erzählten sie uns, weil sie nachts aus der Stadt vertrieben werden. Dort warten tagsüber Freiwillige mit warmen Jacken und Essen auf die neue Generation von Obdachlosen. Es werden immer mehr, hören wir, die wie Matt auf der Straße leben. Arbeitslose Eltern verlieren ihre Häuser, flüchten zu den Großeltern, Spannungen, Alkohol.
das Übliche. Demonstration mit scharfen Waffen gegen den Kurs des Präsidenten. Ich bin hier, weil unsere Regierung völlig durchdreht und gegen die Verfassung verstößt. Das ist organisiertes Verbrechen. Sie transferieren Milliarden der Steuerzahler zu privaten Interessengruppen. Ziel schießen sogenannte Milizen. Die Zahl solcher Gruppen hat sich in einem Jahr verdreifacht. Zwei Mitglieder einer Gruppe haben eingewilligt, sich interviewen zu lassen. Das Apartment ist voller scharfer Waffen. Die Bücher warnen vor dem Polizeistaat USA. Unseren Verdacht, sie seien harmlose Spinner, entkräften sie mit dem stolzen Verweis auf eine Liste im Internet. Da wird ihre Bewegung als terroristisch bezeichnet, in einem Atemzug mit der palästinensischen Hamas. Hier ein staatlich gefördertes Institut, die nennen uns Terroristen. Und das ist ja der Grund, warum wir all diese schweren Waffen haben, um uns zu schützen und die Regierung bekämpfen zu können, wenn die Zeit kommt. Bewaffnete Milizen haben seinerzeit die Tyrannei der britischen Krone beendet. Jetzt, so glauben sie, unter Obama ist es bald wieder soweit. Amerika stellt fast nichts mehr her. Container aus Asien bringen jetzt die Computer und Fernseher, die Navis und Rührmixer, ja selbst die Smartphones und E-Reader, die hier nur noch entwickelt wurden. Mit der Fertigung aber verloren die USA auch die Fachkräfte, ein Teufelskreis. Zurück nach China vor allem gehen die Container dann leer oder beladen mit Altpapier, Metallschrott und Futtermitteln made in USA. In der Wall Street wurde bald wieder aufgeatmet. Dank der Milliardenhilfen aus Steuergeldern flossen schnell wieder Bonuszahlungen an die Profispekulanten. Jetzt wunderst du dich natürlich ein weiteres Mal, denn mit den USA hattest du vorwiegend ganz andere Bilder assoziiert. Zum Beispiel das Bild der unbegrenzten Möglichkeiten, wo ein Tellerwäscher zum Millionär werden kann, oder von New York, wo man cool oder zumindest teuer gekleidete Leute sieht. Allerdings nur, wenn man sich im richtigen Stadtteil befindet. Oder natürlich das Bild Amerikas, das du aus den ganzen Serien und Hollywood-Filmen kennst. Aber jetzt erfährst du, dass es einem Großteil der sogenannten Durchschnittsbevölkerung ziemlich unerstrebenswert geht und dass Deutschland fast schon eine Insel der Seligen im Vergleich mit Amerika ist. Und du erfährst sogar noch Dinge, die du nie vermutet hättest, nämlich dass in keinem anderen Land dieser Erde so viele Kinder und Jugendliche im Gefängnis sitzen wie in den USA. Und du erfährst auch noch, dass jeder 100. Amerikaner im Knast ist. Und dass es mehr ist als in China, Russland und im Iran, obwohl in unseren Köpfen doch gerade das die Länder sind, wo man diesen Spitzenwert vermuten würde, weil man uns doch immer sagt, dass das die allerbösesten sind. Und jetzt denkst du, also wenn die ganze westliche Welt diesen Herrscher als den Größten ansieht, dann muss das doch irgendeinen Grund haben. Und dass der Grund nicht darin liegen kann, dass dieser Herrscher im besonderen Maße dazu in der Lage wäre, für sein eigenes Volk zu sorgen, hast du ja jetzt gesehen. Also denkst du dir, er muss dann wenigstens ein Vorbild an Ethik und Moral in seiner Außenpolitik sein? Bestimmt ist er ein großer Friedensstifter. Also lasst uns mal schauen. Ich verspreche euch, wenn wir nicht, bis ich Präsident werde, die Truppen abgezogen haben, dann ist es das Erste, was ich machen werde. Ich werde die Truppen nach Hause bringen und dem Krieg ein Ende setzen. Und das ist so sicher wie eine Bank. Bitte was? Was hatte Obama 2007 gesagt? Seine Versprechen seien so sicher wie eine Bank?
Etwa wie die sicheren Banken, die heute alle pleite sind? Insofern hat Obama tatsächlich die Wahrheit gesagt, denn so wenig sicher wie Banken heute sind, so wenig hat Obama seine vielen Versprechen eingehalten. Seit 4 Jahren verspricht Barack Obama immer wieder, ich will Guantanamo schließen und ich werde das tun. I've said repeatedly that I intend to close Guantanamo and I will follow through on that. Doch geschehen ist bis heute nichts. Einer, der seit 11 Jahren unschuldig in Guantanamo sitzt, ist Sabri Mohammed, Häftling Nummer 570. 2 Stunden darf er in einem Käfig verbringen, die sogenannte Erholungszeit. Ansonsten sitzt er in einer fensterlosen Zelle ohne natürliche Belüftung und bei Kunstlicht. 86 Gefangene sind bereits freigesprochen, also mehr als die Hälfte der Häftlinge. Sogar Obamas Berater sind davon überzeugt, dass diese Menschen nicht länger in Guantanamo bleiben sollen. Sabri Mohammed und über 100 weitere Gefangene sind inzwischen in den Hungerstreik getreten. Doch die Gefängnisleitung will mit aller Macht den Tod von Häftlingen verhindern. Jetzt werden viele zwangsernährt. Ich werde nie vergessen, wie sie mir das erste Mal den Nahrungsschlauch durch meine Nase einführten. Ich kann kaum beschreiben, wie schmerzhaft das ist. Nachdem sie den Schlauch in mich hineingestoßen hatten, hatte ich das Gefühl, mich erbrechen zu müssen. Wenn einem Gefangenen Nährflüssigkeit schneller in den Körper gepresst wird, als er es verträgt, dann ist das sehr unangenehm. Wenn man dann die Nahrung erbrechen muss, ist das wie Waterboarding. Es fühlt sich an, als ob man ertrinkt. Diese Tortur erleben Samir Mokbel und andere Gefangene seit Monaten, jeden Tag. Die meisten sind erwiesenermaßen unschuldig. Ich bin dafür, dass Guantanamo bleibt. Denn dort sitzen zurzeit 166 der übelsten und schlimmsten Killer der Welt. Die meisten sind erwiesenermaßen unschuldig. Übelsten und schlimmsten Killer der Welt. Die meisten sind erwiesenermaßen unschuldig. Übelsten und schlimmsten Killer der Welt. Saddam Hussein has weapons of mass destruction. That Assad has to go. Wir haben hier einen Herrscher, der in seinem eigenen Land ein immer größer werdendes Heer an verarmten Menschen hat. Wir haben einen Herrscher, den es nicht zu kümmern scheint, dass sein eigenes Land fast nichts mehr produziert. Amerika stellt fast nichts mehr her. Container aus Asien bringen jetzt die Computer und Fernseher, die Navis und Rührmixer, ja selbst die Smartphones und E-Reader, die hier nur noch entwickelt wurden. Mit der Fertigung aber verloren die USA auch die Fachkräfte, ein Teufelskreis. Zurück nach China vor allem gehen die Container dann leer oder beladen mit Altpapier, Metallschrott und Futtermitteln made in USA. Das Land unseres Herrschers steuert also auf den sicheren Bankrott zu. Und was macht unser Herrscher? Er betreut die zunächst zu vernachlässigend kleine Anzahl an Rebellen, die man bei anderer Gelegenheit übrigens Terroristen nennen würde, in Ländern wie Libyen und Syrien, indem er ihnen Söldnerverstärkung aus dem Ausland organisiert und ihnen Waffen und das Know-how liefert. Aber weil der Herrscher das nicht alleine machen will und vor allem nicht alleine bezahlen will, denn er ist ja ein bisschen pleite, heuert er seine Freunde an. Und die machen das Programm, wir bilden Rebellen aus, dann einfach mit. So wie zum Beispiel Deutschland. Wir haben also einen Herrscher, der Rebellen fremder Länder mit Waffen und zugereistem Personal unterstützt. Und wenn die Gesamtzahl der Rebellen dann groß genug ist, gibt es meistens Tote. Und wenn die Anzahl der Toten dann groß genug ist, dann kommt Obama und sagt, wir müssen einen humanitären Einsatz machen. Und wer das nicht will, der ist nicht für Demokratie und Gerechtigkeit. Wir haben also einen Herrscher, der sich für Frieden und Gerechtigkeit in anderen Ländern einsetzt. Und zwar so sehr, dass er ganz vergisst, dass er selbst derjenige ist, der mit Einsatz von Drohnen bislang 700 unbeteiligte Zivilisten und davon 164 Kinder auf dem Gewissen hat. Saddam Hussein has weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction. Weapons of mass destruction.
Da schaudert sein, aber wirklich. Lasst uns aber dennoch kurz zurückblicken, wie überzeugend damals die Beweisführung aussah, die sich ja später, wie jeder weiß, als komplette Lüge herausgestellt hat. Satellitenfotos beweisen, dass verbotenes Material hin und her transportiert worden ist zu den Stellen, wo Massenvernichtungswaffen gelagert werden. Wir haben sehr sorgfältig eine Fotoanalyse betrieben. Jahrelange Erfahrungen, stundenlanges sorgfältiges Studium hat uns dazu gebracht. Und ich werde, während ich diese Bilder zeige, versuchen, Ihnen zu erklären, was sie bedeuten, worauf sie hinweisen, was unsere Spezialisten dazu sagen. Sehen Sie mal links. Hier gibt es eine Nahaufnahme dieses Bunkers für chemische Waffen und Kampfstoffe. Es gibt ganz deutlich Anzeichen dafür, dass es hier um die Lagerung von chemischen Waffen und Munition geht. Wir erkennen das ganz deutlich an den Konturen. Wir wissen, dass es da drinnen besondere Wachposten gibt, die auch nur sehr selten rauskommen. Wir haben eine klassische terroristische Organisation und moderne Massenmordmittel. Wie gesagt, das war eine gut aufgezogene Lüge. Aber was mich heute noch wundert ist, dass sie nicht einfach behauptet haben, welche gefunden zu haben. Ich meine, es wäre doch ein leichtes gewesen, das Chemiewaffendepot der Amis ist voll und dann ein paar kleine Containerchen mit Chemiewaffen in den Irak zu schmuggeln und zu sagen, seht her, wir haben den Beweis. Das wäre doch leicht machbar gewesen und sie hätten die Blamage mit der Lüge vom Tisch gehabt. Stellen wir einmal fest, nehmen wir einmal an, es stellt sich heraus, dass der Giftgaseinsatz nicht von Bashar al-Assad zu verantworten ist, sondern von irgendeiner Oppositionsgruppe. Wen, Herr Cornelius, bombardieren wir dann? Also das ist ja so, bei diesen Kriegen spielen da ja auch Dinge eine Rolle, über die wir uns gar nicht so richtig Vorstellungen machen. Im Juli diesen Jahres hat der ehemalige französische Außenminister Roland Dumas ein sehr interessantes Interview gegeben im französischen Fernsehen. Und da sagte er, dass er, Dumas, 2 Jahre bevor das in Syrien losging, in London bei einem Besuch angesprochen worden sei von Top-Diplomaten in Großbritannien mit der folgenden Aussage: Man habe in Großbritannien vor, etwas zu machen in Syrien, das Regime zu stürzen, ob er sich vorstellen könnte, dass Frankreich sich daran beteilige. Circa 10 Tage nach 9/11 ging ich ins Pentagon und ich sah Secretary Rumsfeld und Wolfowitz und ich lief die Treppe runter, um einige Leute zu treffen, die für mich gearbeitet hatten. Und einer kam zu mir und sagte, Sir, ich würde gerne kurz mit Ihnen sprechen. Und er sagte, wir haben die Entscheidung getroffen, den Irak anzugreifen. Das war circa am 20. September. Ich sagte, wir ziehen in den Krieg gegen den Irak? Warum? Und er sagte, ich habe keine Ahnung. Ich fragte, haben Sie denn Informationen, die Saddam mit Al-Qaida in Verbindung bringen? Und er sagte, nein, nein, da gibt's nichts Neues. Sie haben einfach nur die Entscheidung getroffen, den Krieg gegen den Irak zu ziehen. Ich kam dann nach ein paar Wochen wieder, um ihn zu sehen, und zu dieser Zeit bombardierten wir gerade Afghanistan. Und ich fragte, bleibt es denn bei der Kriegsentscheidung gegen den Irak? Und er sagte, es ist noch schlimmer als das. Er griff unter seinen Tisch, holte ein Papier hervor und sagte, ich habe hier ein Memo, und das beschreibt, wie wir 7 Länder in den nächsten 5 Jahren ausschalten werden. Wir starten mit dem Irak, dann Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan, und dann gehen wir in den Irak.